Hast du Notdepots? Hast du sie breit gestreut? Oder muss bei dir alles, wirklich alles gelingen, damit du dein Ziel erreichen kannst, damit du finanziell überlebst? Wir sollten uns auf unsere Antwort konzentrieren. Auf unsere Antwort. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen, ein Beispiel, eine wahre Geschichte. Die Geschichte handelt von Roald Amundsen und Robert Falcon Scott. Also Amundsen und Scott, die wollten beide zum Südpol. Und zwar genau im Oktober 1911. Amundsen hat es geschafft. Der ist da als erster lebender Mensch hingekommen. Scott hat sein Leben verloren bei dem Versuch. Scott und seine vier Begleiter, die er da noch hatte, haben sich bis an die Grenze der Erschöpfung geschleppt. Du musst dir das vorstellen, die hatten tiefschwarze, schmerzhafte Frostbeulen bekommen. Die hatten Hunger und schließlich sind sie elendig gestorben. Und jetzt kommt's. Interessant ist, dass Amundsen und Scott mit nur einem Abstand von ganz wenigen Tagen gestartet sind. Und zwar die gleiche Route. Beide hatten 1400 Meilen vor sich. Das sind ungefähr etwas unter 2300 Kilometern. Und beide hatten die gleichen gnadenlosen Bedingungen. Minus 30 Grad, stürmische Winde. Beide hatten keine Kommunikationsmittel, die gab es ja damals noch nicht. Wieso hatte der eine einen so spektakulären Erfolg und warum ist der andere gestorben? Amundsen begann schon 1899 sich vorzubereiten. Muss ich mal vorstellen, das sind 12 Jahre vorher. Der fuhr von Norwegen nach Spanien mit dem Fahrrad, 3200 Kilometer, wollte ein bisschen trainieren. Er experimentierte mit Nahrungsmitteln, also auch mit rohem Delfinfleisch. Hat das trainiert, das zu essen, stelle ich mir nicht so angenehm vor. Er besuchte Eskimos, um von ihnen zu lernen. Zum Beispiel lernt er dann von denen, dass man Hunde einsetzt und dass Eskimos sich zum Beispiel auch niemals beeilen. Denn wer sich beeilt, der schwitzt und Schwitzen ist bei minus 30 Grad gar keine gute Idee. Bedenke, dass wir die Kleidung, die wir heute haben, damals ja noch nicht hatten. Amundsen lernte also systematisch von den Eskimos, wie man sich kleidet. Und was wir jetzt daraus lernen, das ist etwas ganz Wichtiges. Man kann nämlich trainieren. Man kann sich intensiv vorbereiten, so wie Amundsen das tat. Scott, der hat das ganz anders gemacht. Der hat nie längere Zeit auf Skiern geübt, der hat auch nicht die Eskimos besucht und er hat sich statt Hunden entschieden, Ponys einzusetzen. Hey, das muss man sich mal vorstellen, Ponys am Südpol. Und da Scott auch mit den Ponys nicht trainierte, wusste er auch nicht, dass Ponys unter ihrem Fell schwitzen. Die haben also bald eine Eisschicht am ganzen Körper. Hunde schwitzen dagegen nicht, aber das Wichtigste ist, dass Ponys kein Fleisch fressen. Jetzt wirst du sagen, banale Wahrheit. Ja, aber das hat einen großen Unterschied ausgemacht. Amundsen hatte nämlich geplant, dass er seine schwächeren Hunde oder verletzten Hunde töten könnte und das Fleisch dann den stärkeren zum Futter geben könnte. Das konnte Scott mit seinen Ponys nicht machen. Dann kam es, wie es kommen musste. Scott hat außerdem noch auf Motorschlitten gesetzt, die hat aber auch nicht richtig getestet. Die Schlitten gaben den Geist auf. Und dann starben bald auch seine Ponys. Jetzt musste Scott und seine Männer das ganze Gepäck selber ziehen. Scott hat einen wahnsinnig engen Zeitplan erstellt und damit er den einhalten konnte, musste alles funktionieren. Bei Amundsen war das ganz anders. Der hat enorme Puffer eingebaut. So konnte er durchaus mal einige Tage in einem Camp sitzen und einen Sturm aussitzen, auch weil er genug Proviant dabei hatte. Die Lehre: Wir sollten nicht warten, bis wir einen Notfall erleiden, um herauszufinden, was dann funktioniert. Über den Proviant sprechen wir gleich noch. Auf dem Hinweg legten beide Teams dann so Versorgungslager an. Die hat aber Scott auf seinem Rückweg gar nicht wiedergefunden. Amundsen gelang das mühelos, denn der hat was ganz Schlaues gemacht. Der hat über mehrere Meilen auf beiden Seiten des Lagers in regelmäßigen Abständen schwarze Wimpel aufgestellt. Und die konnte er also dann noch aus einer Entfernung von über 10 Kilometer finden. Der hat das getan, falls er auf dem Rückweg mal in so einen Sturm geraten sollte, und dann kannst du ja nicht weit gucken, und dann würde er vielleicht auch ein bisschen vom Kurs abkommen, aber dann würde er irgendwo dann doch noch mit einer großen Wahrscheinlichkeit so einen Wimpel sehen.
Aber jetzt stell dir mal den Aufwand vor. Du machst also erst ein Versorgungslager, das musst du ja erstmal ins Eis hacken, das ist bestimmt nicht so leicht. Muss ja sicher gemacht werden, dass die Eisbären und sonst was das nicht frisst. Und jetzt gehst du auch noch mehrere Meilen in die eine Richtung, stellst da Wimpelchen auf und gehst dann noch zurück und dann mehrere Meilen in die andere Richtung, stellst da Wimpel auf. Eigentlich willst du ja nur nach da, zum Südpol. Das sind ganze Tagestrips. Aber es machte sich bezahlt. Scott hatte nur eine einzige Fahne aufgestellt in seinem Hauptlager. Amundsen hatte 3 Tonnen Proviant für 5 Männer. 3 Tonnen auf 5 Männer. Scott hatte für seine anfängliche Truppe von 17 Männern nur 1 Tonne. Fazit: Damit Scotts Pläne hätten aufgehen können, musste aber auch alles funktionieren. Er hatte nämlich keine Puffer. Amundsens Plan dagegen hätte sogar funktioniert, wenn so ziemlich alles schiefgegangen wäre. Der hätte auch dann noch einige 100 Meilen weitergehen können. Scott hatte zum Beispiel nur 1 Thermometer dabei, Amundsen 4. Ich glaube, du merkst, dass ich jetzt schon lange nicht mehr nur über die Südpol-Expedition rede, sondern ich spreche über die Firmen, die gerade jetzt Probleme bekommen haben, und vor allen Dingen spreche ich über deine Finanzen. Darum meine Frage: Hast du Puffer? Hast du Notdepots? Hast du sie breit gestreut, deine Wimpel aufgestellt, ganz breit? Oder muss bei dir alles, wirklich alles gelingen, damit du dein Ziel erreichen kannst, damit du finanziell überlebst? Weißt du, beide führten ein Logbuch. Scott notierte darin: Ich hatte Pech. Das Wetter war so mies. Aber weißt du, beide hatten genau dasselbe Wetter. Im Übrigen erreichte Amundsen sein Ziel genau an dem Tag, den er eingeplant hatte, weil er diese Puffer hatte. Aber Scott und seine Männer gingen die Vorräte aus. Und die Rückreise wurde zu einer einzigen Katastrophe. Und dann hat auch noch der Winter eingesetzt, weil sie jetzt ein bisschen länger unterwegs waren oder deutlich länger. Dann haben sie ihre Vorratslager nicht wiedergefunden, dann hungerten sie, dann wurden sie schwächer. Und irgendwann mal mit den ganzen Frostbeulen, dem ganzen Elend, legten sie sich zum Sterben nieder. Im Übrigen nur 10 Meilen von ihrem Vorratslager entfernt, das sie gerettet hätte. Und natürlich hatten beide genau dasselbe Wetter, nämlich 56 Tage gutes Wetter, 44 Tage schlechtes Wetter. Der Unterschied machte also die Vorbereitung aus. Wir müssen in unserem Leben immer die Verantwortung übernehmen. Es sind nicht die Umstände, es ist, wie wir hier auf die Umstände antworten. Und sehr oft muss unsere Antwort passieren, bevor die Umstände eintreten. Übrigens gibt uns Roald Amundsen noch etwas mit auf den Weg. Er sagt: Der Sieg erwartet denjenigen, der geordnet vorgeht. Glück nennt man das, sagt er. Die Niederlage ist dem gewiss, der versäumt hat, bei Zeiten notwendige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Das nennt man Unglück.